Als erstes musst du in den Süden auf Sawa Village gehen, etwa auf D8. Meine klare Empfehlung ist, noch nicht auf das UFO bzw. das runde, schwebende Ding zu schießen. Geh erstmal zum zweiten Schiff. Auf dem Weg dahin oder auch vom Schiff selbst solltest du schon mal alle Bots killen, die sich dort aufhalten. Ganz wichtig ist, dass du den unteren Bot mit dem roten Kopf killst. Das ist quasi der Juggernaut in einer anderen Variante. Töte ihn, dann wird er dich später nicht belästigen. Nun gehst du in den oberen Raum des Schiffes und fängst an, auf das runde, schwebende Ding zu schießen, bis es zerstört wird. Sobald das geschehen ist, tauchen drei weitere kleinere Kugeln auf. Diese schweben durch die Gegend und schießen erst dann auf dich, sobald du sie angeschossen hast. Bleib dabei unter dem Dach, dann passiert dir in der Regel nichts. Du musst alle drei Kugeln zerstören, immer eine nach der anderen. Hast du alle drei Kugeln zerstört, taucht das UFO auf. Dieses musst du ebenfalls zerstören. Bleib dabei auch unter dem Dach, da es auch auf dich schießen wird, sobald du es angeschossen hast. Hast du das UFO zerstört, schwebt das Artefakt, welches du benötigst, runter auf den Boden. Ebenfalls dort liegt dann auch ein Objekt, welches dir beim Verkauf 100.000 bringen wird. Solltest du also auch mitnehmen. Jetzt nimmst du das Artefakt und läufst damit auf das Schiff. Dort ist dann ein blaues Portal, in welches du das Artefakt deponieren sollst. Sobald das getan ist, wird dir geiler Loot zur Verfügung gestellt. Das ist dann circa 22.000. Eine Dreier-Tarnweste, ein Wiederbelebungskit, eine Dreier-Com-Weste, zwei Wiederbelebungspistolen, ein gehärteter Plattenträger und eine Gasmaske. Kommentieren, teilen und speichern nicht vergessen. Lass auch ein Abo da, es kostet dich nichts und du unterstützt damit meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen.